Thema zu der heutigen Veranstaltung Branche Meets Hochschule mit dem Thema Personalbindung. Basierend alles auf den Ergebnissen einer Studentenbefragung. Vorab, die ganze Sache wird aufgezeichnet. Letztendlich, deswegen haben wir den Webinar-Modus gewählt. Ziel ist es, dass es wird nicht direkt gestreamt, sondern dann nachher ein Video zu bearbeiten für YouTube, besonders vom Vortrag. Wahrscheinlich aber weniger von der Diskussionsrunde. Deswegen möchte ich einfach Sie bitten, Fragen einfach in den F&A-Bereich einzutragen, die Ihnen irgendwann mal in den Sinn kommen, dass wir die dann halt im Anschluss an die Präsentation halt aufarbeiten können und dann halt auch in der Diskussion einsteigen können. Ich kann dann halt auch, wenn irgendwie jemand dann sich melden will, auch zu Wort melden will, sie halt auch entsprechend dann angeben. Das einfach zur Vorgehensweise. Und damit würde ich eigentlich auch direkt loslegen, denen gegenüber, die halt schon pünktlich hier sind. Und beginnen möchte ich mit so einem kleinen Vorspann. Von daher fangen wir dann wahrscheinlich auch die ein, die vielleicht gerade noch sich am Eindrucken sind. Ich möchte ein bisschen was zum Studiengang sagen, ein bisschen was Ihnen entsprechend als Information weitergeben. Was gibt es Neues? Im Studiengang. Ganz klar, wir haben ja ein neues Studienmodell ab dem Jahrgang 2018 angefangen und das beenden wir jetzt natürlich in diesem Semester erstmals erfolgreich. Das ganze Studienmodell hat es ermöglicht, auch die Projekte weiterhin sauber so zu machen wie bisher, damit halt eine hohe Praxisorientierung, eine hohe Aktivierung der Studenten zu erreichen im Studiengang. Wir haben weiterhin dieses Thema Planung von Gebäuden und dort halt auch relativ technische Grundlagen initiieren können, dann ab dem dritten Semester Grundlagen der Elektrotechnik oder der Lebensarbeitsraumgestaltung. Ich organisiere es so, dass inzwischen beide Veranstaltungen besuchbar sind. Danach im fünften, sechsten Semester zu den Technikmodulen haben wir jetzt vier Optionen: Bausubstanz, Baustatik. Das eine Haustechnik, eine Regelungstechnik, Smart Home, eine Energietechnik, eine. Davon müssen die Studenten zwei wählen. Damit können die Unternehmen dann halt auch das bekommen, die Studenten, was halt jeweils benötigt wird, aus diesen Bereichen Bauhaustechnik und Elektro heraus. Die neuen Vertiefungen sind erfolgreich gelaufen. E-Commerce wurde mit Shopware und entsprechende Homepages plus Shops generiert von den Studierenden als Projekte, die sind sehr positiv angekommen, das Info habe ich ja auch umgesandt. Der Bereich Logistik, der ein bisschen nach dem fünften Semester der Kritik stand, ist auch inzwischen sehr positiv abgeschlossen worden, die Probleme sind beseitigt worden, das hat alles gut geklappt. Und auch die anderen Bereiche, ja, im operativen Marketing und Vertrieb, konnte man nicht in die Shops gehen zum fünften Semester. Das hat sich zum Glück ja auch aufgelöst, dass sind die Projekte auch erfolgreich abgeschlossen worden. Von daher hat sich das bewährt. Eine von fünf Optionen kann gezogen werden. Das ist erfolgreich gelaufen. Was ist jetzt mein Thema? Ich möchte weiter die Digitalisierung vorantreiben. Von daher ist ganz klar, dass bisher Dinge, die Information und Digitalisierung in dem Modul waren, dass ich die jetzt wegschaffe in normale Handelsmodule hinein, um dort halt auch in Zukunft jetzt für diesen Jahrgang beginnend, ab Jahrgang 21 dann halt im dritten Semester halt auch das in dem Bereich Information und Digitalisierung auch mal Programmiergrundlagen zu machen. Wenn da irgendjemand einen guten Dozenten für mich hat, bin ich dann auch offen, das ist ja nächstes Jahr dann, den muss ich mir noch suchen. Ich möchte die digitalen Geschäftsmodelle im fünften, sechsten Semester auch nochmal stärken für alle und nicht nur für die, die E-Commerce vertiefen dabei. Als weitere Option möchte ich BIM letztendlich einbauen bei dieser Realisierung von Gebäuden.
ist eine weitere Technikoption, der EDV-Option, um dann halt auch 2 von 5 als Angebote anzubieten, um einfach damit die Sache noch digitaler und attraktiver zu machen. Ja. Auch möchte ich nochmal informieren über die Online-Präsenzstudium im Branchenhandel. Das heißt also, auch nach Corona, wenn wir wieder in die Präsenz kommen, werden wir dann das Angebot machen, dass die Studierenden ab dem Jahrgang 21 halt auch die Option ziehen können, dass sie von zu Hause online präsent sind. Es wird ein Präsenzstudium bleiben, die DHBW hat das entschieden, aber sie sind dann halt online präsent, die technischen Möglichkeiten sind da und natürlich die Firmen müssen zustimmen. Das geht nur mit den Firmen und wir werden dann halt versuchen, halt immer die 1 oder 2 Wochen halt teilweise als Präsenzveranstaltung zu haben. Haptische Planspiele lassen sich halt schlecht online-mäßig durchführen, andere natürlich ganz gut. Ja, das waren eigentlich die Neuigkeiten aus dem Studiengang, die ich Ihnen noch kurz mitgeben wollte. Damit sind wir jetzt auch mit ein bisschen Abstand, wo sich doch der ein oder andere noch eingeloggt hat. Jetzt können wir starten mit dem eigentlichen Themenbereich Personalbindung. Das ist natürlich ganz wichtig. Warum? Die Ausgangslage der Bauwirtschaft. Qualifiziertes Personal als Engpass und jetzt als nächstes dann die durchgeführte Befragung, ein bisschen was, wie viele wurden interviewt. Dann natürlich die Ergebnisse der Befragung. Aus meiner Sicht sind viele Hypothesen, Theorien bestätigt worden. Wenn ich das dann wiederum nehme und versuche daraus was zu entwickeln, das kommt dann in den Personalbindungsansätzen, die ich Ihnen dann vorstellen will, weil wir doch da auch eine relativ schöne Thematik gefunden haben, wie man halt vielleicht dann schauen kann, dass man Unternehmensverbundenheit wirklich schafft. Und das Ganze dann nochmal im Überblick zusammengefasst, das ist so das, was jetzt kommen wird. Die Ausgangslage, ganz klar positives Umfeld, aber qualifiziertes Personal als Engpass. Ja, die Lage war bis Anfang 21 bis jetzt eigentlich sehr positiv. Personalengpass hat letztes Jahr immer noch und Jahre davor auch immer die Bautätigkeit begrenzt. Es stehen eigentlich mehr Bauten genehmigt, als dann wirklich gebaut werden, weil halt einfach die Umsetzung ein Problem ist. Die Befragung fand eher jetzt Anfang 2020 schon statt, einfach als Hintergrund, natürlich hat Corona die Situation dramatisch verändert. Die weltwirtschaftliche Lage ist erstmal ganz negativ gekippt, aber in der Industrie, in vielen Branchen spüre ich eine deutliche Aufwendung. Teilweise kommen die Unternehmen nicht mehr hinterher, die Aufträge abzuarbeiten, was natürlich teilweise dann alle auch an den dramatischen Rohstoffengpässen mit deutlichen Preissteigerungen liegt, was natürlich gerade für die Bauwirtschaft, für Handwerker, die halt schon frühzeitig Angebote gemacht haben und jetzt natürlich von den Preissteigerungen überrascht werden, natürlich ein Problem ist. Also wie das jetzt weitergeht, ist nicht genau abzusehen, aber das muss uns jetzt nicht interessieren. Die Personalbindung ist ja heute unser Thema, Mitarbeiterbindung. Was wurde durchgeführt? Insgesamt haben doch eine sehr erstattliche Anzahl teilgenommen. Nur die, die das insgesamt alles ausgefüllt haben, die habe ich jetzt genommen für die Auswertung. Und letztendlich, deren Ergebnisse sind dann zu sehen. Wer der vorher abgebrochen hat, ist damit halt einfach auch rausgefallen, weil da dann halt auch ein einheitliches Durchgängiges gibt. Sehr männliche, weniger weibliche, das ist aber auch teilweise halt das, der Mix, der einfach bei den Mitarbeitern auch vorliegt im Baubereich, dass da halt mehr männliche als weibliche Mitarbeiter vorhanden sind. Wir haben relativ viele Jüngere durch die Befragung, aber natürlich, man sieht auch, die Altersgruppe bis 60 ist eigentlich sehr vernünftig vertreten. Ja. Interessant vielleicht auch nochmal, 65 kein Studium oder keine Meisterprüfung absolviert. Das heißt also auch sehr viele normale Mitarbeiter haben mitgewirkt an dieser Befragung und wurden beteiligt. Herzlichen Dank auch wieder an meine
für die Verbreitung und für die Chance, dass damit halt auch sehr viele teilgenommen haben. Wie sieht das Gesamtergebnis aus in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit, Net Promoter Score, also 9 und 10, wer das weiterempfiehlt, ist positiv. Wer unter die 6 liegt, ist negativ. 7 und 8 ist letztendlich neutral. Also, wenn man das nimmt, den Net Promoter Score, Mitarbeiterzufriedenheit, dann haben wir das Ergebnis, was sich vielleicht hier so ein bisschen darstellt. Also, ist nicht besonders toll. Die Ergebnisse sind nicht beeindruckend. Es ist eher chaotisch und negativ. Der war im deutlich negativen Bereich. Das heißt also, da gibt es viel Luft nach oben. Also riesige Potenziale bei der Bindung, bei der Thema Weiterempfehlung des Unternehmens als Arbeitgeber. Da sind wir relativ insgesamt gesehen schlecht unterwegs gewesen. Von daher, da liegt das Potenzial, das haben wir sauber identifiziert. Das ist in der Befragung reingekommen. Wenn man sieht halt, wo manche bei der Kundenzufriedenheit liegen, jetzt Mitarbeiterzufriedenheit sind andere wieder. Beispiel natürlich teilweise halt bei den 197, also immer halt weit davon entfernt ist im negativen Bereich. Ja. Ergebnisse der Befragung bestätigen Hypothesen. Ganz klar, Glücksforschung ist für mich sowas. Letztendlich, was braucht es, um glücklich zu sein? Ein gewisses Einkommen? Ja, das heißt, Glück ist bei einigen repräsentativen Studien halt gekoppelt mit der geldlichen Situation heraus. Das heißt, größer 50.000 findet dann aber kein nennenswerter Glückszuwachs mehr statt. Jedenfalls in den deutschen Befragungen, die US-Amerikaner. Die haben dann immer noch ein kleines Plus, weil die halt dann sehr von diesen Dingen getrieben sind. Was dann halt eigentlich sehr viel häufiger glücklich macht, sind halt eben die kleinen Freuden des Lebens, die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Miteinander, das erfüllte Arbeitsleben, das ist eigentlich dann was, was weiterbringt. So. Und wenn man das natürlich jetzt umsetzt auf die Befragung und dann mal schaut, wer liegt denn in dem Bereich, über 50.000, dann sehen wir, dass halt eben nur ein Viertel der Befragten in diesen Bereich hineinrutscht. Und damit natürlich auch an vielen Stellen das Thema Glück ist noch getrieben durch die materielle Notwendigkeit schon eine Rolle spielt und entsprechend natürlich die Ergebnisse auch beeinflusst. Was haben wir sonst noch an Erkenntnissen zum Gehalt? Ich glaube, das ist relativ klar. Je größer das Unternehmen, desto besser die Bezahlung. Studierende verdienen mehr als Nichtstudierende. Da haben wir deutliche halt Unterschiede gesehen. Natürlich mit längerer Berufserfahrung steigt das Gehalt. Natürlich auch, haben wir wieder bestätigt bekommen, Männer verdienen mehr als Frauen. Was nicht daran liegt, dass die schlechter qualifiziert sind. Gebaut, sondern vielleicht meistens, vielleicht eher im Gegenteil, aber halt trotz geringerem Gehalt sind Frauen nicht unzufrieden. Also das heißt, das führt dann dazu her, dass man dann halt auch das geringe Gehalt auch bezahlt und die Frauen dann halt teilweise geduldiger und leidensfähiger sind, während die Männer halt eher sprunghaft sind und dann sagen, wenn es irgendwo anders mehr gibt, dann ist mir das halt wichtiger. Vielleicht, weil halt auch die Männer immer noch natürlich da halt eine sehr wesentliche Bedeutung in der Gesellschaft halt auch mit dem Gehalt gekoppelt ist, vielleicht stärker als bei den Frauen. Die Zufriedenheit mit dem Gehalt, je höher das Jahresgehalt ist, desto zufriedener ist man mit dem Gehalt. Also das stellt man einfach fest. Das dominiert dann vielleicht im Verhältnis, doch Studierende wieder sind deutlich zufriedener als Nicht-Studierende, weil die halt auch ein höheres Gehalt haben. Natürlich auch, was ganz wichtig ist, inwieweit wird das Gehalt als fair bewertet, als angemessen bewertet, diese Zufriedenheit und Fairness. Da ist natürlich auch eine hohe Korrelation festzustellen, ob sich zufrieden und fair oder nicht zufrieden und nicht fair behandelt. Also ein faires Gehalt bedeutet halt dann auch letztendlich
Zufriedenheit. Und Zufriedenheit bedeutet stärkere Bindung. Natürlich, im Durchschnitt darf es immer etwas mehr sein. Ganz klar, diese Spannungen durch die differente, breitere Streuung der Gehälter in der Gesellschaft ist natürlich ein Thema, was ich hier auch mal kurz anpiepsen will, was natürlich einen Einfluss hat. Und wenn das halt als zu ungerecht empfunden wird, dann wird es halt auch Probleme weiterhin geben an der Stelle. Und da muss halt einfach auch aufgepasst werden. Was sind die drei wichtigsten Personalbindungsmaßnahmen? Letztendlich aus Sicht der Betrachten ganz klar, die Bezahlung steht oben an. Dann kommen schon Weiterbildungsmaßnahmen, die natürlich besonders relevant sind für jüngere Mitarbeiter. Da gehe ich dann halt auch drauf ein bei meinem Konzept, weil das natürlich dann ein Thema ist, wo sie Bindung schaffen können. Altersvorsorge, Gesundheitsförderung, das sind natürlich Dinge, die dann halt eher mit dem anderen Alter eher eine größere Rolle spielen. So, und wenn man dann schaut, wie wird das Ganze bewertet, also wie werden die Personalbindungsmaßnahmen bewertet, was tut der Arbeitgeber, dann sieht man halt, dass das hohe Gehalt und die gute Bezahlung hier natürlich miserabel ganz unten steht, während es bei den Wünschen natürlich ganz oben steht. Und da natürlich bei denen, die halt wenig verdienen, dann quasi ein K.O.-Kriterium sind, ob man sich halt binden lässt oder nicht. Und da halt einen ganz wesentlichen Treiber darstellen. So. Bestätigt die Hypothesen aus meiner Sicht Maslow'sche Bedürfnispyramide, ganz klar. Die einfach nochmal hier rausgenommen. Ganz klar, physiologisches Bedürfnis, dass ich halt ordentlich leben kann, dass ich was zu essen habe und ein Dach über dem Kopf habe, etc., ist natürlich das Wesentliche, wofür das Geld halt ordentlich reichen muss. Gewisses Geld ist natürlich als Sicherheit für Notfälle und sonst was natürlich auch relevant. Und an den beiden Stellen spielt halt das bei den niedrigen Einkommen das Geld halt einfach die wesentliche Rolle da. Muss halt einfach ein Bewusstsein da sein. Die anderen Dinge kommen dann halt erst später, wenn halt das entsprechend berücksichtigt ist und ich mich dann halt irgendwann der Selbstverwirklichung zuwenden kann. Wenn wir dann in die nächsten Ebenen reingeschaut haben, was hat sich dort ergeben? Ganz klar, das Klima ist in der kleinen Gruppe letztendlich besser als insgesamt im Unternehmen. Das Wohlbefinden im Unternehmen korreliert eigentlich fast ideal, wenn Sie die Anzahl der Befragten zuordnen, mit dem Verhältnis zu den Führungskräften. So. Was soll man daraus herleiten? Mikrokosmos, Teamspannungsverhalten ist eigentlich immer ganz wichtig. Also wenn Sie Teams zusammenstellen im Handwerkerbereich, dann müssen die halt miteinander können und dementsprechend tun sie das halt auch schon ganz automatisch machen. Und an der Stelle muss man dann halt, wenn der Mikrokosmos explodiert, muss man halt schauen, dass man den halt wieder spannungsfrei bekommt, die Wattzahl runterbekommt. Die positive Führung ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich eine Rolle spielt. Wodurch ist der Arbeitsalltag geprägt? Natürlich häufig durch eine hohe Leistungsmotivation. Also grundsätzlich ist das ja eigentlich immer da. Diese Leistungsmotivation und auch der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen, ist sehr, sehr hoch. Ja, hoch oder hoch. Am negativsten wird die Einbindung gesehen. Also das heißt, wenn ich Verantwortung übernehmen will, aber es nicht darf, nicht eingebunden bin in Entscheidungen und dieses nicht eingebunden sein in die Entscheidung ist das Negativste. Dazwischen liegen halt die Wertschätzung, das Gehalt und die Kommunikation. Also Anerkennung ist wichtig. Dann als die Mitarbeiter, und das ist natürlich ganz deutlich zu sehen, also ein gewisses Lob und auch einen Dank, nichts geschwätzt ist bloß genug, ist ja die
schwäbische Devise, die sparsame Devise, die ist da natürlich nicht zu empfehlen. Aber es muss natürlich auch von Herzen kommen, wenn nur repetitiv immer wieder gelobt wird, ohne dass das wirklich als sympathisch empfunden beim entsprechend Gelobten ankommt, sondern letztendlich, der macht es halt, damit ich zufrieden bin, dann wird das natürlich auch nicht erfolgreich sein. Feedback und damit natürlich auch dieser Regelkreis und damit das Ernstnehmen findet häufig, doch sehr häufig statt. Aber, und das ist auch den Mitarbeitern wichtig, aber es gibt natürlich eine gewisse Anzahl von 15%, wenn das überhaupt nicht wichtig ist, die halt eben dann wieder die gelebte Praxis im Miteinander befürwortet und nicht sagt, ich muss am Anfang alles Gespräch haben. An den Stellen müssen wir natürlich nicht nochmal separate Mitarbeitergespräche einführen und durchführen und letztendlich aufzwingen, weil es dann eher der tägliche positive Umgang und dort halt das Feedback deutlich wichtiger. Also Sicherheitsbedürfnis, ganz klar. Die jungen Leute gehen heute mit einer Selbstsicherheit rein, dass es schon genügend gibt zum Leben und dass sie schon eine Arbeit finden und das letztendlich auch es dann weitergeht. Also die junge Generation ist nicht negativ besetzt, nein. Natürlich gibt es halt, wenn das nicht passt, mit dem Gehalt natürlich hier auch ein Problem, weil gerade die Wohnungspreise, die Hauspreise natürlich in den Städten, inzwischen aber auch die Baugrundstückspreise und die Häuser auf dem Land natürlich explodieren und dann natürlich irgendwann das auch nicht mehr ausreicht, das Gehalt. Die sozialen Bedürfnisse, positives Umfeld, ganz klar. Und da ist dieser Wunsch halt einfach da und individuell. Das Bedürfnis ist dann halt die persönliche Berücksichtigung, die persönliche Anerkennung, diese Rückmeldung, diese Integration und dann natürlich, wenn Sie in Richtung Selbstverwirklichung kommen wollen, dann müssen Sie natürlich die Mitarbeiter einbinden. Und das ist natürlich dann die höchste Stufe, die einzubinden. Und da gibt es natürlich auch das größte Defizit bei dieser Befragung, bei der Einbindung, wie wir gerade gesehen haben. Die Herzbergsche Theorie sagt ja aus, wir haben Hygienefaktoren, die bei positiver Ausprägung gibt es keine Zufriedenheit, aber keine, die verhindern Unzufriedenheit. Also diese, wenn halt der andere deutlich mehr verdient, selbst wenn mir es reicht, werde ich halt nicht zufrieden, werde ich unzufrieden, weil ich das als ungerecht empfinde. Das ist ein Hygienefaktor, Lohn und Gehalt. Kurzfristiger Motivator, aber normalerweise ein Hygienefaktor. Die Motivatoren kommen dann eher aus dem Menschen raus, aus der Leistungsanerkennung, aus dem, was sie mitgestalten können. Das sind dann halt eher die Motivatoren. So. Und natürlich ein Mindestmaß an Hygienefaktoren ist halt Grundvoraussetzung. Da muss man schauen, dass halt das Level passt und je nachdem, wo wir bei der Bezahlung sind, ist es halt eher die Bezahlung. Oder sind dann halt schon höher aufgebaute Hygienefaktoren. Schlechte Bezahlung und eine gute Bezahlung und andere weiter darauf folgende Faktoren, dass es im Team nicht passt, mit der Führung nicht passt. Das wird natürlich auch letztendlich dann irgendwann zum Rückgang führen. Die jüngere Generation legt natürlich Wert auf die Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben. Also von daher diese Hygienefaktoren, die werden dann halt letztendlich eingefordert. Die muss ich mitgehen. Aber halt auch für die Mitarbeiter ist das Gehalt noch ein wesentlicher Faktor. Und natürlich, der muss einfach passen. Er darf nicht unterschätzt werden, weil wenn ich halt einfach Not habe, dann ich gewisse Dinge mir nicht leisten kann, dann wechsle ich halt eben auch. Selbst wenn alles andere vielleicht ganz vernünftig passt. Ja. Der Glücksansatz, Anerkennung, Feedback, nicht nur Geld und Macht ist ganz wichtig und halt diese Entfaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeit.
glaube, das ist deutlich geworden, diese Hypothesen passen hier, die wurden vollkommen wieder bestätigt und das ist letztendlich auch die Basis für diese personalen Bindungsansätze, die ich Ihnen jetzt präsentieren will, die notwendig sind, um Unternehmensverbundenheit zu schaffen. Was haben wir gefunden? Wir haben die Verbundenheit und so weiter in relativ ähnlichen Dimensionen gefunden. Was wir aber gefunden haben, ist die Unternehmensverbundenheit, die steigt halt sauber an, bis hier in die Gruppe bis 50, darüber halt, und das muss man einfach auch betrachten, dass halt eben diese Bindung im jungen Alter, denen, die die Welt noch erobern wollen, halt einfach deutlich weniger gegeben ist als später. Hier oben, das kann man sagen, das halt vielleicht dann auch mal irgendwann dann halt auch als Auslaufmodell im Unternehmen gesehen wird und dann halt einfach auch vielleicht anders behandelt wird und dann vielleicht natürlich auch irgendwann die Bindung wieder zurückgeht. Man vielleicht auch nicht mehr so viel Geduld hat mit gewissen Dingen und dass das dann halt dazu führt, hier die Verbundenheit wieder sinken zu lassen. Also einfach ganz klar Strategie zur Bindung von Mitarbeitern, das Gehalt, ganz klar. Und Bindung über Gehalt bei kleinen Einkommen, das Wesentliche, auch der wesentliche Faktor, wo die halt einfach wollen. Und wo nötig ist, diese erste Ebene und auch als Hygienefaktor Herzberg zu befriedigen. Führung muss klar sein, Sicherheit schaffen. Sicherheit, persönliche Sicherheit, Unsicherheit im Unternehmen führt dazu, dass die besten Mitarbeiter, die halt noch Chancen haben, letztendlich einfach abwandern. Und das ist natürlich dann ein riesiger Verlust. Also Sicherheit schaffen für die Mitarbeiter ist wichtig. Die positive Anbindung, das Arbeitsklima ist dann die weitere Ebene und natürlich die Feedbackkultur, habe ich schon genannt. Und dann dieses Thema Mitarbeiter einbinden, Mitarbeiter befragen, letztendlich auf Mitarbeiter eingehen, damit sich Mitarbeiter beteiligt fühlen. Das ist eigentlich der Punkt, wo wirklich viel, viel noch eigentlich. Das andere muss man natürlich jetzt immer wieder im Auge haben. Das steigt an. Kritische Phase ist, glaube ich, aktiv zu gestalten. Das ist mir das Ganze wichtig. Und natürlich für die Mitarbeiter ein persönliches Wachstum im und mit dem Unternehmen zu ermöglichen. Nur dann behalten sie die Mitarbeiter die Jüngeren. Weil, was sind die Gründe für den Wechsel? Natürlich fehlende Aufstiegsmöglichkeit, geringes Gehalt, Unzufriedenheit mit der Führung. Also hier kommt es genauso wieder. Dann gehe ich halt, dann bin ich weg. Das zeigt sich halt hier einfach ganz klar. Mein Konzept ist, die jüngeren Mitarbeiter halt einfach unter Spannung zu halten, zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um eben halt dann in das Alter zu kommen, wo andere Dinge, vielleicht Familie aufbauen, vielleicht andere Dinge auch einmal dann als eine persönliche Entwicklung eine neue Rolle bekommen und in den Vordergrund treten. Wann das der Fall ist, das ist unterschiedlich, denke ich, bei den unterschiedlichen Mitarbeitern, bei den Typen her. Aber natürlich eine klassische Ausbildung anzubieten, ganz klar, aber dann halt auch Weiterbildung anzubieten. Erwerb der Fachhochschulreife, berufsbegleitend, Vorbereitung auf die Hochschulzulassungsprüfung, bei qualifizierten Berufstätigen irgendwann, Meisterausbildung, Fachwirtausbildung oder halt, wenn schon die Schulqualifikation höher ist, halt eben DHBW-Studium auch für die anzubieten, die halt schon eine Ausbildung gemacht haben und ganz bewusst dann zu sagen, so, jetzt bist du wieder 3 Jahre beschäftigt und jetzt musst du halt erstmal dich zeigen, weiterkommen. Dann natürlich ankommen lassen im normalen Job, aber dann halt auch Weiterqualifizierungen in der berufsbegleitende Masterstudiengänge gibt es, werden auch häufig meine Studierenden nachher gewählt, mal mit 2-3 Jahren Abstand, teilweise direkt danach, wo ich dann halt schon schauen muss, dass irgendwie die Zulassung bekommen, weil ja das Zeugnis bei uns immer erst im Ende November dann verteilt wird. Das sind die Themen. Und da muss ich halt schauen, dass ich das schaffe. Für Mittlere und für die Gehobenen natürlich.
dann halt auch Übergabe von Fachverantwortung an Angehörige da weiter, etc. Teilweise auch für Leute, die dann halt sagen, so, sie wollen mal Sabbatical machen, dann müssen die doch mal in die Welt. Teilweise kommen die dann zufriedener vielleicht zurück und vielleicht auch mit vielen neuen Impulsen, Anregungen, damit ich halt dann auch die nicht verliere, sondern dass sie halt auch in ihre Entwicklung gehen können. Und wenn ich versuche, das zu verhindern, dann brechen sie halt häufig aus und dann haben sie sie halt verloren. Und das ist natürlich dann sehr schade. Danach natürlich muss ich die Top-Leute halt auch einfach finden. Dazu muss ich halt schauen, wie geht das? Wie kann ich die beteiligen? Da über auch Erfolgsbeteiligung, ganz klar, leistungsbezogene Zuschläge, kann ich das natürlich machen. Teilweise halt bis hin zu persönlich haften Gesellschafter als Niederlassungsleiter in verschiedenen Gruppen, die ja solche Modelle teilweise vorhanden. Der Beteiligung, und die muss ich halt einfach wirklich ernst nehmen und das machen. Und natürlich aber auch sagen, passt auf, wir haben halt auch mehr einen gewissen Mix aus Senioritätsprinzip und Leistungsprinzip in Deutschland. An gewissen Stellen sind die Dinge dann halt flexibel. Darauf müsst ihr euch einlassen. Wenn ich hier an der Hochschule angefangen habe als Beamter, da bin ich halt in der Arbeitsordnung noch gewesen und das war halt ändersabhängig. Und am Anfang bin ich hier ganz tief gefallen. Heute haben wir die Webesoldung, da ist halt letztendlich der Einstieg deutlich höher als früher in der Besoldung. Dafür ist natürlich nach oben hin weniger Luft. Das heißt, also dieses Senioritätsprinzip wird auch beim Staat zugefahren, ist bei vielen Firmen zugefahren worden. Das muss ich halt bewusst machen, dass teilweise noch nach dem Senioritätsprinzip einige jetzt in höheren Altersklassen sind, wo ich es halt durchziehen muss, das muss ich natürlich dann auch wieder nicht vermarkten und muss es nicht bewusst machen. Aus meiner Sicht beginnt es natürlich häufig davor. Ich muss mir wirklich überlegen und muss auch überlegen, welche Tests ich mache im Rahmen meiner Auswahlverfahren, inwieweit sind Mitarbeiter wirklich bindungsfähig, bindungsbereit. Wenn ich halt eben viel Erfahrung brauche in meinem Job, wenn ich die Leute nicht einfach von der Straße holen kann und dann einfach einsetzen kann und einbinden kann ins Unternehmen, dann muss ich halt schauen, dass ich halt auch bei der Personalauswahl gleich mir überlege und teste, wie bindungsbereit, wie bindungsfähig sind Mitarbeiter. Es gibt ja ein paar Indikatoren auch außenrum, die man im Gespräch teilweise abklopfen kann und abklopfen sollte, letztendlich schauen sollte, da halt der richtige Typus fürs eigene Unternehmen vorliegt. Die Beobachtung und die persönliche Begleitung, das Coaching und diese intensive Kommunikation ist, glaube ich, ganz wesentlich, damit sich die Mitarbeiter angebunden, eingebunden fühlen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und das natürlich auch ganz klar versuchen, wieder mit langfristigen Plänen zu koppeln, damit halt auch wieder, dass nicht jedes halbe Jahr ein Thema wird, sondern dass ihr dann halt auch wieder mal, wenn jemand ein Masterprogramm macht, und das habe ich bei meinem eigenen Sohn erlebt, als Sklave, er kriegt das Masterprogramm, hat er gerne unterschrieben auf dem, Vertrag. Es war klar, er muss ein Jahr letztendlich erstmal arbeiten, bevor er beginnen kann. Und damit war der 3,5 Jahre beschäftigt und hat auch überhaupt nicht nachgedacht über entsprechende andere Alternativen, wenn ich sowas dann mache. Dann hat das halt natürlich einen Vorteil, dass ich damit halt auch mal gewisse Freiheit habe. Danach muss man natürlich schauen, dass man dann halt auch wirklich zu einem vernünftigen Schritt der kommt, beziehungsweise dann halt auch die nächsten Schritte letztendlich klar aufzeigt. Auch ist viel klar, dass natürlich gewisse Führungspositionen besetzt sind und gerade nicht anstehen, aber man muss dann halt auch sagen, auch die Beispiele auch zeigen, dass es halt dann doch ab und an unerwartet doch immer wieder zu Chancen kommt und das natürlich man dann auch ganz klar sieht, wer letztendlich was gemacht hat
Und wenn das halt auch bewusst ist, dass halt die Dinge nicht von außen besetzt werden, die Führungspositionen, sondern dass man sich auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit im Unternehmen verdienen muss, wenn das für alle letztendlich klar ist und man die richtigen Mitarbeiter hier oben ausgewählt hat, dann funktioniert das halt auch. Wenn man natürlich die nicht ausgewählt hat, dann sagen die, okay. Also wichtig aus meiner Sicht ist, Mitarbeiter aktiv und flexibel halten. Durch die Eigenorganisation, durch die Beteiligung, durch die Entwicklung, durch die Projekte, dass man halt nicht auf dumme Gedanken kommt. Weil teilweise ist natürlich zu viel Zeit da, natürlich auch ein Faktor, um dann halt zu sagen, so, jetzt muss ich was ändern. Wenn das nun mal wirklich jemand ausgeschieden ist und der war ein Leistungsträger und mal Ability da gerne haben, dann halt einfach auch versuchen, vielleicht den Kontakt sauber zu halten, fair umzugehen und letztendlich später wieder zurückzuführen. Auch das ist natürlich eine Chance. Manche brauchen erstmal diesen Ausfässer, weil sie halt meinen, sie hätten was verpasst, wenn sie jetzt nicht mal wechseln. Solche Leute kommen halt aber auch häufig wieder sehr gerne zurück. Und das kann man natürlich auch ganz klar auch wieder fördern. Ich will es dann zu einem soliden Gebäude zusammenfassen. Das heißt hier auf einen Blick halt einfach diese Begleitung, diese Phasen, diese Lebensphasen, dass man sich dafür halt auch dann ganz klar die Sachen klar macht. Wie sind die einzelnen Phasen? Was muss ich schaffen? Ich muss halt eben bis zu einem gewissen Alter letztendlich versuchen, die Verbundenheit zu schaffen. Und da muss ich halt über das die jungen Leute auf Spannung halten, die letztendlich auch sich weiterentwickeln lassen, das eben zu fördern und einfach auch zu forcieren. Das muss ich halt einfach ganz klar machen. Und da muss ich halt schauen, dass ich das persönlich gut schaffe, dass eben gar nicht der Wunsch nach was anderem auftritt. Und gleichzeitig natürlich die persönlich weiterentwickeln, die Reifezeit halt wirklich positiv nutzen. Aber halt auch nutzen, um Verbundenheit zu schaffen, dass man halt gemeinsam schon viel geschafft hat. Und das Ganze dann halt für den langen Zeitraum der Verbundenheit dann zu nutzen, zum gegenseitigen Vorankommen. Und dann natürlich zu schauen, wie tue ich die Phase dann halt des Übergangs gestalten, da halt auch den wertschätzenden Umgang weiterhin, dass halt eben alt und jung gut im Unternehmen zusammenarbeitet, weil dann natürlich für manche dann das hier ansteht. Manche wollen dann vielleicht auch in Teilzeit noch weiterarbeiten. Das kann man natürlich nutzen. Die 70 habe ich hier bewusst hingeschrieben. Ich denke, dass die jungen Leute von heute in Richtung Rente kommen, ist die 70 mit Sicherheit realistisch. So, das ist meine Konzeption, dieses Thema Verbundenheit zu erreichen, neben den allgemeinen Faktoren, die natürlich wichtig sind und die natürlich hier auch wieder in der Befragung deutlich herausgekommen sind. Und da kann man sich dann ja auch Zielsetzungen stellen, kann die auch abfragen. Net Promoter Score zum Beispiel von 50 als Ziel. So, wo stehe ich, wenn wir vorher bei minus 24,8 sind, dann habe ich natürlich einen ganz klaren Zwang zu einer deutlichen Weiterentwicklung und einer deutlichen Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und natürlich der Verbundenheit, damit ich halt eben weniger Abgänge habe, damit ich weniger Personalakquise, dass ich entsprechend eine höhere Produktivität habe, weniger Einarbeitungsaufwand habe und insgesamt natürlich durch die besseren Ergebnisse natürlich auch wieder Spielräume schaffe für Anerkennung, die dann natürlich im Geld nicht wieder da ist und wieder dafür sorgt, dass ich halt auch eine Bindung erreiche. Und bei den geldlichen Bindungen muss ich halt besonders niedrigen Einkommensgruppen halt einfach besonders im Auge haben, weil da natürlich dann jeder Euro dann halt doch noch deutlich was bewirkt. Ja, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank.